Oh, Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr. 24 Stunden Dienst der A-Wache. Und damit moin Leute. Herzlich willkommen zu Notruf 112 Teil 2. Ich habe vor circa 4 Jahren Teil 1 gespielt. Der Wagen... Es war interessant, sagen wir es mal so. Aber da es in Deutschland ganz, ganz wenige Feuerwehrsimulatoren überhaupt gibt, bin ich froh, dass es Leute gibt, die sich da draußen an sowas ransetzen. Oh, Dienstbesprechung. Moin, Leute. Ach, ich bin der Chef. Guten Morgen. Zuerst möchte ich die Neuen begrüßen. Ja. Passt auf euch auf und haltet euch an die alten Hasen. Genau. Bitte geht keine unnötigen Risiken ein. Und denkt daran, eure Einsatzberichte zu schreiben. Genau, Jungs. Ich will das hier nicht jeden Morgen wiederholen. Ihr Loser. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja. Übernehmt jetzt die Einsatzfahrzeuge. Was mit dir? Was ist ein Problem? Geh weiter. Gut, ich glaube, wir warten jetzt erstmal auf den Einsatz. Also ich habe ja auch, ich hatte ja ein, zwei Reactions zu dieser einen Feuerwehrserie gemacht auf dem YouTube-Kanal Team Paluten. Schaut gerne vorbei, gibt's täglich neue Videos. Und habe ja auch schon gesagt, dass ich den Job des Feuerwehrmanns schon sehr, sehr bewundere. Weil man riskiert sein Leben bei vielen Einsätzen. Weißt du, gehst da rein, Alter, es brennt, ist ja nicht täglich irgendwie Katzenrennen oder so, wie man sich das aus manchen Filmen vielleicht vorstellt. Oh, ich überprüfe den Kran. Könnte jemand in den Korb steigen? Ich steig rein, Alter. Festhalten, jetzt geht's los. Ich bin ja immer dankbar, wenn sich Spieleentwickler auch an solche Simulationen wagen. Weil ich mag Simulationen, wer hätte es gedacht. Aber gefühlt eigentlich jede, die es auf diesem Planeten gibt, schon gespielt. Ja, ist Willi, ist gut jetzt. Ich sehe das Dach, hier ist keine Katze. Schön. Willi, die Leiter, sie funktioniert. Ist jetzt, oh, ein Fußballplatz. Ist jetzt auch mal gut. Willi, wir sind schlecht. Ich muss gleich kotzen, Willi. Oh, ich weiß, was ich jetzt einmal mache. Schnell nach oben. Ah, hier sind wahrscheinlich die Einsatzräume. Öffnen. Und jetzt runter, Alter. Wow. Das war jetzt aber doch schon... Ach so, man muss dann immer... Oder muss ich hier? Das ist tatsächlich immer nur für ein Stockwerk. Zack, Alter. Drehe ich mich... Ah, nee, dann bin ich schon hier unten. Kann jetzt mal bitte jemand was anzünden? Ah, guck mal, da sehen wir unsere Kollegen. Moin. Du sag mal, wer hat da schon wieder auf Wache 12 nicht gespült? Ganz ehrlich, die Toilette hat gestunken wie nix. Okay, schau mal, will hier niemand mit mir reden. Oh, ja warte, weiter durch. Okay, es juckt dich einfach alles überhaupt nicht, was ich hier sage. Ja, kommen Sie noch weiter zurück, ja. Und stehen bleiben. Sehr, sehr gut, Willi. So, dann sind wir doch jetzt alle bereit für einen Einsatz, oder nicht? Kann jetzt mal klingeln. Willi Paluten, komm, nimm mal hier Donnerwetter am Mount Maverick aus der Hand. Leute, weckt mich bitte, wenn hier irgendwie was passiert. Och. Ich habe auch keinen Auftrag mehr. Hier steht auch keine Information. Was ist nur, sind einfach alle einsatzbereit. Ja. Alles klar. Sag mal. Was ist denn hier los? Ich weiß, wir können das jetzt hier nicht provozieren. Aber mach doch mal einen Anruf. 7.13 Uhr. Kann ich vielleicht schlafen bis zum Einsatz? Da könnte es doch vielleicht eine Option geben. Ich gehe mal hier vielleicht in die Schlafkombüse oder so. Dass ich hier mich einfach mal... Ja, ich will ja nicht... Nee, weil ich will vielleicht eher schlafen. So, was ist das hier? Kann ich nicht rein. Ich kann... Aufenthaltsraum. Sag mal, warum darf ich denn nicht in meinen eigenen Aufenthaltsraum? Oder vielleicht kann ich mich da ja auf den Stuhl setzen und dann steht da so, ja, auf Stuhl setzen bis Einsatz. Ah, da, benutzen. Stuhl. Als ob. Das war's? Ich kann ihn jetzt nicht nochmal benutzen. Oh, es ist Einsatz! Achtung, Brandschutz, PKW-Brand. PKW-Brand! LF24. Jo, ich geh sofort rein. LF24. Paletto ist bereit. Ich schnapp mir auch meinen. Wo ist der? Jungs, ihr habt, glaube ich, mich vergessen. Warte mal. Einsatzbereit? Das ist bestimmt der hier. Wassertruppführer, Angriffstruppführer. Ich bin der hier. Nee, ich will der sein, der fährt. Wer bist du, der da ganz vorne sitzt? Maschinist? Ja, ich bin der Maschinist. Fahre zum Einsatzort. Machen wir. Oh, jetzt geht's los, Leute. Aber irgendwie haben wir keine Sirene. Obwohl, brauchen wir auch gerade nicht. Es ist ja nicht hier, als wäre Nachmittagsverkehr. Vorsicht. Eieieiei, dafür habe ich jahrelang trainiert. Ja, Stoppschild, ich bin Feuerwehrmann, ich darf das ja alles. Paletto muss ja zum Einsatz. Oh, eieieiei. Scheiße, Jungs, ich bin da direkt bei der Polizei. Ja, wir sind da, haben Sie keine Sorge. Okay, organisiere den Einsatz aus der taktischen Ansicht. Okay. Es muss gelöscht werden. Ah, da, Einsatz organisieren. Brandbekämpfung, Löschangriff.
Pulverlöscher. Ja, einmal den Pulverlöscher. So, ah, hebe ABC Pulverlöscher auf. Ja, kein Problem. Das ist ja krass. Guck mal, ich habe hier riesig diese Maske auf und alles. Okay, lösch das Feuer. Mache ich. Es scheint keine Gefahr zu bestehen, dass das Feuer auf umliegende Objekte übergreift. Ja, kein Problem. Ich bin jetzt hier. Zack. So, man muss hier natürlich auch gucken. Ja, wunderbar. Aber irgendwie reicht das nicht, Jungs. Der Brandherd hat sich verändert. Guten Tag, Sir. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja, schade. Ich war auf dem Weg zum Supermarkt, als es ein wenig nach verbranntem Plastik gerochen hat. Ei. Dann kam Rauch aus der Lüftung und ich bin rechts rangefahren, um nachzusehen, was los ist. Ob wir Ihnen das glauben? Als ich die Motorhaube geöffnet habe, kamen mir schon Flammen entgegen. Haben Sie Schmerzen? Mir geht's gut, aber mein Auto kann ich wohl vergessen. Das stimmt, das können Sie. Verstanden. Ja, das Auto ist total Schaden, glaube ich. Sag mal, bei mir ist kein Druck drauf. Jungs, ihr müsst mir Druck geben auf den Löris. Sag mal, muss ich da dem vielleicht Stulle geben? Ah, guck mal, jetzt bewegen die sich. Wunderbar, Jungs, alles gut. Ich habe jetzt hier noch ein, zwei Pläne mit euch. Wir müssen nämlich hier Brandbekämpfung. Ja, guck mal, jetzt schnappt er sich auf. Ja, aber hast du jetzt Druck auf den Schlauch oder was? Ah, guck mal, da vorne geht's jetzt auch los. Jawohl! Paletto macht das von wegen. Der, keine Ahnung, der ist kein richtiger Feuerwehrmann. Zack, Alter, schön den Auftrag hier organisiert. Sehr gut, der Rest steht natürlich jetzt gerade ein bisschen und guckt einfach nur. Aber das ist ja auch alles in Ordnung. So, Brandbekämpfung, Löschwasserabgang. Mal gucken, ob die jetzt auch direkt was machen. Aber der hat das ja sehr gut unter Kontrolle. Der macht das professionell. So, genau. Wir helfen ihm jetzt auch. Er packt jetzt seinen Schlauch hier raus. Hebel B-Schlauch verbinde mit Verteiler. Ja, das ist ja kein Problem. Aufheben. Das verbinde ich mit dem Verteiler. Ja, wunderbar. Das Hohlstrahlrohr. Oh ja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Atemschutzausrüstung mache ich. ABC Pulverlöscher. Ah ja, Moment. Ist gelöscht. Also da ist schon so gut wie alles jetzt fertig. Ja, sehr gut. Hier vorne noch ein bisschen, genau. Hinten rein da. Oh, fertig, Jungs? Haben wir alles? Wunderbar. Brand gelöscht. Dann würde ich mal sagen, alle zusammenpacken. Und meine Freunde hier vorne Einsatz organisieren. Ausleuchten. Nee, ihr könnt zusammenpacken. Straße, nochmal Straße absichern. Ausleuchten? Nee. Ja, leuchtet nochmal aus. Ah, guckt euch das an. Der kommt hier zum Ausleuchten. What? Junge, da ist einfach gerade irgend sowas ausgefahren. Ja gut, brauchen wir aber alles nicht mehr. Wird jetzt zusammengepackt und dann geht's ab nach Hause. Technische Hilfsleistung. Ja, aber es ist ja kein Verkehrsunfall. Glutnester suchen, genau. Sucht nochmal ein paar Glutnester. Nicht, dass da sich nochmal irgendwas bildet. Aber ansonsten sind wir auffällig. Also ich sehe hier auch kein Glutnest mehr. Das Ding haben wir super gemacht. Mal sehen, ob ich da noch was... Ob da noch was nachglüht in der Motorhaube? Glüht hier noch was nach? Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir noch mal nach... Ja, kein Problem. Ich lösche noch mal nach. Stimmt, das haben wir auch in der einen Doku gesehen. Da haben sie halt so, um wirklich diese Glutnester zu finden, haben sie halt so, wie nennt sich das? Ja, Wärmesucher. Ja, habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht. Vielen Dank, Dankeschön. Warte mal, wir könnten hier noch mal Fahrzeug sichern. Gut, also ich weiß eigentlich... eigentlich, Sir, eigentlich gibt es bei Ihrem Auto nichts mehr zu sichern. Oh, guckt euch das an. Ich habe jetzt hier wirklich so eine... Ja, aber da ist ja kein Glutnest mehr drin. Das sieht schon gut aus. Da, stimmt, da wird ja auch sogar angezeigt, 0 Grad. Perfekt. Jungs, wir sind durch. Ach, Rolltore, Türen sind noch offen. Deswegen können wir jetzt hier gerade nicht abrücken. What? So, warte mal, die kann man jetzt hier wieder einhängen. Es wäre halt cool, wenn die automatisch jetzt die Sachen hier zusammenpacken würden. Weil hier liegt ja auch mega viel Mist rum. Ah, absitzen. So. Nee, aber das ist doch jetzt nicht exakt das, was ihr nicht machen solltet. Wir sind doch durch jetzt. So, jetzt wird hier nochmal ein bisschen abgesichert. Kein Problem. Ja, sehr gut. Ah, cool. Man kann hier auch direkt einfach die Polizei steuern. Als ob. Der ist hier gerade einsatzbereit auf Wache. Einsteigen, Fahrersitz. Dann, nee, ich will eigentlich meine Fahrertour. Ja, da, Fahrertür schließen. Gut, aber ich habe halt einfach gerade keinen Einsatz. Deshalb kann ich wahrscheinlich auch nie losfahren. Zumal die Kollegen sind ja schon vor Ort. So, Polizist, haben Sie irgendwas zu sagen? Wir waren gerade auf Streife, als der PKW qualmend neben uns gehalten hat. Mensch, was für ein Zufall. Der Fahrer wollte nachsehen, was los ist. Und als wir ihm Hilfe angeboten haben, sahen wir schon die Flammen. Gut reagiert, Jungs. So, hier wird jetzt nochmal abschließend alles gesichert. Damit hier auch keiner nochmal irgendwie Scheiße baut. Genau, wunderbar. Ja, das sieht doch gut aus, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Es war ein chaotischer, aber sehr guter erster Arbeitstag. So, du kannst schon mal abrücken. Wunderbar. Genau, Jungs. Wir sehen uns später auf der Wache. Ja, wir räumen jetzt auch hier zusammen.
was macht der? Achso, ja genau, du sollst genau hier auch nochmal absichern. Alles easy, alles gut. So, zusammenpacken. So, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit unserem ersten Arbeitstag hier bei Notruf 112 Teil 2. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust habt auf weitere kleine Einsätze als Feuerwehrmann Pidissel, dann lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne vorbei, sowie weitere Videos. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.